Dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Freitag, RTG-Tag heißt, wir gucken uns heute mal an, was so diese Woche passiert ist. Denn einiges, wir haben über 75 plus Player Picks gemacht. Wir haben das Hero Pack gezogen. Plus, ihr werdet noch meine Division Rivals Rewards sehen aus Liga 3 oder 2. Ich glaube 2 sogar. Und nicht zu vergessen, ihr werdet meine 8-2 Weekend League Quali Rewards haben. Das werden wir alles machen. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich persönlich riesig freuen. Ich bedanke mich natürlich für euren Support. Danke, 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 dass ich das hier machen darf. Liebe geht raus, jetzt starten wir rein ins Video. Let's go. Gehen wir rein, Chat. Wir gehen rein in die ganze Sache. Die ersten Picks auf der RTG. Wir geben natürlich unsere Android-Karten ab. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. Und hoffen wir auf gute Karten, auf Walkouts. Wir wollen das Hero Pack heute noch abschließen. Das könnten wir schon, aber wir werden das bei unserem Verein ein Stück weit ausmisten. Ne? Und hoffen natürlich hier auf das Beste. Okay, Pope und die Delaney sind dabei. Komm schon. Irgendwas Hohes zumindest jetzt schon mal am Anfang für ein gutes Zeichen, oder wie sieht's da aus? Fünfter Pick. Ah, aua. Keinen über 83. Das tut halt schon weh, Chat. Ein Willbreaker wäre halt so geil, gerade weil wir auf Main-Account fast 100 gezogen haben. Oh, Chat. Das ist stark, Herr Stegen, nice. Und einfach keinen Rulebreaker hat. Okay, das ist mega krank. GG. Also, das ist sehr, sehr big. Herr Stegen, 88er Rating, nehmen wir auf jeden Fall mit. Sanchez ist noch mit am Start. Komm schon, zwei haben wir noch. 84er Gomez, nice. Und Vincial, den haben wir schon, deswegen gehen wir mit Giannetti. Aber das war eine geile Runde, Jungs. Das war eine sehr geile Runde. Also mit Ter Stegen hatten wir schon mal den ersten 88er. Jetzt fehlt noch Team of the Week und Rulebreaker. 83er für Minus erstmal zumindest hier der Beste. Trent Alexander-Arnold, der nächste Walkout. Trent, komm her zu Papa. Sehr geil. Okay, also RTG läuft gerade extrem, extrem gut, muss ich sagen. Also RTG ist gerade echt on fire. Hol das, sehen wir mal mit. Den geben wir sowieso nochmal ab. Und komm. Advin Kula. Schade, schade, schade. Aber mit Trent haben wir wieder einen 87er. Das ist der nächste Walkout. Damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Let's go. Wird's eine Back-to-Back-to-Back-Runde mit 5 Picks und einem Walkout mindestens. Komm mal, gehen wir rein. Abfall ist angesagt. Wir starten mit Regulion. 80er Rating. Naja, Nummer 2. Hübers. Weiß ich jetzt noch nicht. Nummer 3. Gönne ihr, ey. 83er Zapata, nehmen wir erstmal mit, können wir auch gut verwenden für die Hero SBC. Dazu Andrich und letzter Pick. Komm schon, Walkout. Na, 83er ziehe ich. Schade, schade, schade. Yay, Gönne. 5 Picks again. Ich will was sehen. Mila. Nee, den will ich nicht sehen. Ich will was Hohes sehen. Hohes Rating, Woolbreaker, irgendwas, Schoboslei. Bis jetzt bodenlos, ne? Bester 79. 83 mit 3 Let's Gears, okay? Nummer 4 schon. Gonzalo Guedes. Und letzter Pick. Gönne jetzt mal wieder, yay. Marega, was habe ich hier gesehen? Letzte 5 Picks erstmal, bevor wir dann gleich weitermachen. Mit dem nächsten, mit den nächsten schönen Packs, die wir noch haben. Und vor allem dem Hero Pack. Wir gehen erstmal mit Puado. Wir brauchen am besten so wenig wie möglich Duplikate, weil ich die eigentlich nicht abstoßen möchte. Komm schon. Ricardo Pereira, 83er Rating, ist auch nochmal okay. Und ah, Okafor, Grüße gehen raus. Aber auch das war wieder keine gute Runde, man muss es sagen. Komm schon, wir gehen rein. Ich hoffe auf was Gutes. Wieder Regulion, den haben wir doch gerade eben schon gezogen. Was ist denn das eigentlich? Ich will was Gutes sehen, Cornet. Ah, nein, bitte nicht. Komm, gönne. Musiala, 81er Rating. Bitte. Oh, Phillips. Hey, irgendwie sind die echt nicht so nice gerade. Wir hatten zwei gute Walkouts und dann kam einfach gar nichts mehr. 82er ist bester gewesen mit Grimaldo, ne? 82er war bester mit Grimaldo und hier kriegt man zumindest nochmal noch ein Asensio, aber das war's dann auch schon, ne? So, 5 Picks haben wir wieder. Komm, gönne. Mbappé in Form, ist doch gar kein Problem. Ah, schade. Hätte er klappen können? Ja? Oh, 88er Modric. Das ist wirklich stark, hä? Big W-Chat. Yay, gönnt. Na, da kann ich ja jetzt doch nochmal auf Dembele hoffen oder Mbappé. Rabiot, nice. Das ist eine geile Karte. Die könnte man wirklich mal probieren zu testen. Was ist das denn, hä? Was sehe ich hier, Chat? Einfach zweimal Modric gezogen. Huch.
Hä, wie krass. Einmal die 5 besten Player Picks aller Zeiten, Chat. Sehr nice. Kilian, ich würde warten. Ich habe ja heute gar nichts gemacht, leider. Ich würde bis auf morgen warten, sogar. Oder guck einfach, wie es heute nach und nach steht. Solange du mindestens 1, 2, 3k Gewinn machst pro Karte, wäre es halt big, ne? So, seltenes Goldspielerpack hier. Ah, wir gehen wenigstens durch, Chat. Portugal Stürmer. Oh, 88er Ruben Dias, jawoll. Da hat sich ja sogar die SPC gelohnt, die wir gemacht haben. Und guck dir mal den Skiller an. 88er Dias, ich weiß gar nicht, ob der Trade ist. Das ist ja stark. Nice. Ist zwar untrade, aber Futter ist Futter, ne? Futter ist Futter. Sehr, sehr cool. Abfall des Tages, die nächsten 5 Picks stehen an. Wir wollen Dembele oder Mbappé. Ist doch nicht so schwer, EA. Einfach auch mal rausballern. Wir hatten gerade zweimal Modric. Das war Big B und Rabiot. Okay, Asensio. Ja, immerhin 83er. Nochmal höher, Chat. Ja, Ramsey und komm. Na, ja, Herr Moso. Okay, besser waren 83er, das tut weh. Die nächsten 5, wahrscheinlich erstmal die letzten 5 Picks, bevor wir dann irgendwas anderes damit machen. Aber mit Hazard kann man nicht zufrieden sein. 84er Suarez. Okay, sehr cool für SPCs, weil den werden wir sowieso sonst nicht spielen. Dazu kommt noch ein Luis Felipe. Komm, noch einmal ein bisschen besseres Futter. Ah, Ressus, okay, immerhin, 83er noch und ein Politano. Aber 84er Rating, zum allerersten Mal ist, glaube ich, das höchste Rating, ne? Was wir haben in den letzten 5 Vorrunden gehabt. Okay, Boys and Girls, wir starten rein in das Pack, worauf wir alle gewartet haben. 87 Gesamtmaximal Hero Pack. Wir gehen ganz kurz durch. Wen würde ich sehr gerne haben wollen? Also meine Lieblingsspieler, die ich auf jeden Fall weiß, dass sie ganz gut sind, sind definitiv, ein Torhüter wäre okay für mich, außer Campos, also Dudek wäre für mich fein, Captivia wäre geil, Nakata wäre sehr, sehr geil, Park wäre mega geil, Cole haben wir schon, den dürfen wir nicht ziehen, dann wird es richtig bitter. Keen hätte ich mega Bock, Cordoba, Govu, das sind die, auf die ich am meisten Bock habe. Ob uns das gelingt, sehen wir jetzt. Komm schon, mach's wie Zenit und hol den Jaja raus. Abfahrt, wir gehen rein. Gönne EA! Nach links. Ja, yes! Oh nein, ich dachte, es wird Smolarek, es wird Dudek, das ist okay, aber nein. Oh Gott, ich habe gedacht, es wird Smolarek. Das wäre der viertbeste gewesen. Oh nein. Oh Gott, ich habe an Dudek gar nicht mehr gedacht. Ja, ist halt ein Premier League Keeper, ne? Das ist okay. Kostet halt aber nur 52k. Ist okay, den werden wir auf jeden Fall mal testen, ne? Aber ist halt jetzt nicht eine Karte, wo ich sage, geisteskrank. Geisteskrank. Und ist eine Karte, die halt weniger kostet als das Pack. Das ist halt so bitter. Och Mann, Dudek. Polen, ey, das wäre so geil gewesen. Smolarek wäre so geil gewesen. 336k im Gegensatz zu 52k. Ja, Dudek nehmen wir mit. Unser zweiter Hero jetzt mit Cole, beide von der Premier League. Aber das war leider Gottes nix. So, ich will jetzt in dem 100k-Pack was sehen, EA. Bitte gönnt. Bitte gönnt, EA. 100k-Pack aus 50 Rivals siegen. Ein 84 Plus ist dabei. Komm schon, EA, gönne! Icon! Ach Gott, ich sehe es kommen. Ah, oh, David De Gea! Es ist okay. Es ist okay. Problem nur, wir haben gerade Dudek gezogen an Trade. Wo soll ich jetzt De Gea spielen? Da spiele ich ja Dudek gar nicht mehr. Das ist ja kacke, weil De Gea eigentlich wahrscheinlich schon besser ist. Okay, wir haben noch Matip dahinter. 10 Duplikate. Rema. Und das war's dann aber auch schon. Man muss echt sagen, die Gratis-Packs haben jetzt nicht so geisteskrank gegönnt, oder? So, Boys, wir sind angekommen bei unseren Rewards. Ihr habt es noch nicht gesehen, aber wir haben 8-2 geholt plus unsere Division Rivals Rewards. Doch Liga 3. Ich habe gedacht, wir haben noch Liga 2 geschafft, aber ich glaube, da fehlt noch ein oder zwei Siege. Was wir dafür bekommen, sind 250k-Sets, 2 Jumbo Premium Goldspieler-Sets, 2 Premium Goldpacks. Dadurch, dass wir gut ausgemistet haben, würde ich persönlich sogar sagen, wir starten rein in die Untrade-Packs, weil wir müssen langsam aber sicher auch mal gucken, ob wir in irgendeiner Art und Weise coole SBCs bekommen können, ja, oder machen können, sagen wir es mal so. Ja, ihr seht's, ja, es fehlt noch, ja, es fehlen 2 Siege. Belastendes Ding, habe ich nicht ganz geschafft.
Nichtsdestotrotz gehen wir rein in die Packs. Insgesamt 10 Stück haben wir. Kurz davor noch, wir haben ein bisschen unseren Verein ausgemistet. Die sind nämlich ganz gut hochgegangen, diese ganzen Spieler. Gerade die 84er sind gut hochgegangen. Die hatten wir ja jeweils für 1,7, 1,8 mit Clubstock geholt. Die haben wir jetzt alle für mindestens 3,7 verkauft. Genauso hier haben wir ein paar Spieler draufgestellt. Einfach um zu gucken, was die gerade wert sind. Ihr seht schon, zum Beispiel 2,7 haben wir hier bekommen für diese Karte. Sehr, sehr cool. Packen wir alles wieder drauf. 83er können wir noch im Verein behalten. Der Rest wird abgegeben und in der Hoffnung, dass vielleicht noch mal ein bisschen was weggeht. Müssen wir mal schauen. Da ist sogar noch ein Navas drauf. Aber auf 1 Million könnten wir vielleicht sogar jetzt nach den Rewards auch noch kommen. Und da können wir unser Team ein bisschen upgraden. Wir packen mal alles oben drauf. Okay, wir haben leider Gottes doch nicht alles ausgemistet. Nichtsdestotrotz, komm, was soll's. Wir gehen einfach rein. Packen wir das mal drauf. Wir haben noch 64 Plätze. 11 Packs haben wir. So rum sieht's aus. Gucken wir mal ganz kurz rein. 6 Stück und ihr seht schon, 250 K-Packs und halt die Rivals oder Weekend League Quality Rewards plus Prime Gold Spieler Pack Klein. Ich glaube, das war mal aus einer SPC. Start mal rein. Wir wollen langsam aber sicher mal gutes Packluck haben, weil das fehlt mir in letzter Zeit ganz schön. Deswegen ist die Hoffnung natürlich da, dass wir da in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal was ziehen können. Aber nichtsdestotrotz, alles Münzen, die wir mitnehmen werden. In Form auch nicht schlecht für SPCs. Gerade wenn er Untrade ist, ja, das wird auf jeden Fall nicht Dembele werden. Das wäre geisteskrank gewesen. Hätten wir den hier draus gezogen, sind wir mal ehrlich. Aber gerade, weil wir halt einfach nochmal und ganz entspannt dadurch unseren Verein ein bisschen aufführen können. Das ist halt immer das Wichtige, was ich eben sehr, sehr priorisiere. Jumbo Premium Gold Pack Nummer 2, 15 K-Pack. Komm schon, vielleicht nochmal was Gutes. Diesmal gehen wir nicht durch. Wir müssen eh den Verein mal ein bisschen voll machen. Die Player Picks haben durch die 50 Stück ganz schön den Verein leiden lassen, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz probieren wir natürlich unser Bestes, hier mal was Gutes zu ziehen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, nach Cole kam eigentlich noch nicht so viel jetzt in letzter Zeit. Leider Gottes. Also ich würde gerne mal wieder was richtig Gutes ziehen. Aber selbst wenn wir aus dem Jumbo Premium Goldspieler Pack, wo es eigentlich ein 50k-Pack ist, mit 24 Spielern, nur das hier ziehen, dann frage ich mich und hinterfrage ich mich, wieso, weshalb, warum haben wir überhaupt Rewards und warum haben wir keinen Packluck? Das nervt mich ganz schön. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was war euer bester Pull heute, den ihr gezogen habt, beziehungsweise nicht heute, sondern diese Woche. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, weil ich glaube, da gibt es einige, die gutes Packluck hatten. Ne? Ob das jetzt war bei zum Beispiel dem Hero-Pack oder. Ey, das ist das zweite Pack davon und wir haben wieder keinen Durchläufer. Also, ich weiß nicht, was mit der ATG los ist. Letztes Jahr hatten wir auf jeden Fall viel, viel mehr Packluck. Aber das hier ist gerade nicht mit am Start. Also, das muss man wirklich sagen. Aktuell fehlt es, dass wir gerade durch irgendwelche Rewards mal 200-300k machen. Aber das passiert halt überhaupt nicht. Das Einzige, wie wir können es machen, ist halt durch aktives Trading. Das ist das Einzige. Aber da muss doch mal mehr kommen. Keine Ahnung. Wir haben jetzt erstmal die Tradable Rewards. Die 50er will ich am Ende ziehen. Komm schon, vielleicht jetzt mal. Hey, wir gehen durch hier, ey. Das ist klasse. Mit dem 85er schick, immerhin. Tradable sogar. Können wir entweder irgendwann verkaufen oder eine SBC reinhauen. Nuno Mendes noch mit dabei. Ja, Zapata, ihr seht schon, so viel gutes Zeug ist da leider Gottes nicht drin. Ne? Die Hoffnung beruht natürlich jetzt in den letzten Packs, gerade mit den 250ern, vielleicht was Gutes noch zu ziehen. Aber wir kriegen wirklich nichts raus. Das ist unglaublich. Gerade weil auch die Rulebreaker natürlich am Start sind. Aber da kommt absolut nichts. Gar nichts. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich gebe mein Bestes. Wirklich, ich öle jede Woche auf die 8 Siege. Ich öle jede Woche auf so gute geht, wie es geht. Rewards bei der Weekend League Quali, Food Champions. Aber es kommt halt nichts dabei rum. Das muss man leider Gottes so sagen. Es kommt einfach nichts dabei rum. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil aktuell die Rewards-technischen Sachen lohnt sich meiner Meinung nach aktuell wirklich nicht so unbedingt. Aber na gut, Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja so schön. Icon Hero, selbst den Rulebreaker, egal welcher es ist. Es wäre doch einfach mal schön, was zu ziehen. Aber hier kommt auch wieder absolut nichts rum. 250er haben wir noch und dann war es das auch schon wieder. Also so die dicken Karten dieses Jahr absolut noch nicht gezogen. Gerade, guckt es euch an, es ist ein 50k-Pack. Gerade wenn man halt mal persönlich sagt, hey, wir hätten mal Bock zum Beispiel ein SBC zu machen. Mit was denn? Also es geht halt mit nichts, weil wir haben ja alles schon gefühlt, was wir Android haben im Verein mit den bis 82er. Aber ab 83 wird es halt absolut mau. Und ich finde es halt sehr, sehr schade, weil es ein Stück weit auch ein bisschen demotivierend ist, wenn du halt immer wieder Packs ziehst, die ganze Zeit reinösen und einfach nichts daraus ziehst. Also wirklich gar nichts. Also ich finde es ein bisschen schade, aber naja, was willst du machen? Letztes Pack, Matheus Nunes ist noch mit dabei.
Den können wir noch hochschieben, Bernd Leno. Den können wir entweder verkaufen oder sowas. Oder dann im Endeffekt abstoßen. Letztes Pack. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit den Rewards wieder. Das ist unfassbar, wirklich. Ich bin absolut nicht zufrieden, ne? Aber naja, Dudek hatten wir auch im Hero Pack, was nicht gut war. Guckt euch das an. Das ist einfach gequirlte wirklich, auf gut Deutsch gesagt. Es ist einfach nur beschissen, was wir hier gezogen haben. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich kann euch leider Gottes nichts, ich kann nichts dafür. Ich hätte euch gerne mal ein paar coole Packs gezeigt, beziehungsweise coole Packs mit coolem Inhalt. Die coolen Packs hatten wir, den grünen Inhalt hatten wir leider Gottes nicht. Naja, nichtsdestotrotz lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ja, okay, wir ziehen im Vorschau-Pack einen Woolbreaker. Wir ziehen Lacroix als Vorschau-Pack. Ich weiß nicht, was... Ja, okay, das war's komplett. Hä, warum kommt denn der jetzt da? Wir ziehen 50k-Packs, da kommt nie was raus. 78k nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Hä, das kann doch nicht sein. Warum ziehen wir jetzt... Das ist... Nee. Also einfach wirklich, einfach nur nein. Wieso, weshalb, warum ziehen wir jetzt hier den Rootbreaker? Lacroix. Ja, den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Das kannst du ja wirklich... Also, das habe ich ja noch nie erlebt. Also jetzt mal Real Talk. Das... Habe ich so noch nie erlebt. Aber gut, da sage ich nicht nein. Back-to-back vielleicht noch einer. Nee, leider Gottes diesmal nicht. Jetzt kann man aber sagen, wir haben zumindest einen Rulebreaker gezogen. Liebe geht raus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.